Der vierte Tag von Server IO 4 ist angebrochen und ich bin bereits kurz vor Stufe 95 für den nächsten Dungeon-Schlüssel. Bin aber tatsächlich gerade schon aktuell durch mit allem und das ist auch der Grund, warum ich aktuell keine Items anhabe. Denn ja, wenn wir ins Sammelalbum gucken, gibt es ja das gute FKK-Achievement, sprich 24 Stunden am Stück ohne Ausrüstung. Was dann natürlich wieder 5 Stats auf jedes Attribut von mir sind, ist halt ganz gut für die Dungeons. Nehme ich jetzt direkt diesmal am Anfang mit, auf den anderen Servern habe ich es tatsächlich noch gar nicht. Aber ja, ich dachte, komm, nehme ich gleich mit jetzt zum Beginn, weil ich mache aktuell immer kurz nach 0 direkt alles. Es ist ja Gold-Event, sprich ich skippe da eh meine Alu durch. Und deswegen, jo, dachte ich, komm, da ich jetzt kurz nach 0 alles durch habe, kann ich eigentlich die Stadtwache machen, den Elevator und was weiß ich. Bin ich bereits alles schon an meinem Maximum, sage ich mal, angekommen. Ja, hab auf jeden Fall gut was gemacht. Schauen wir mal in die Rangliste rein, wie es dann nämlich aktuell aussieht, denn da sind einige natürlich schon wieder gut ausgerastet, haben da gut Action gemacht. Ich diesmal hier natürlich mit meinem Krieger nicht. Bin trotzdem relativ zufrieden, vor allem weil ich ja noch gut Luft nach oben habe, hätte ich mir jetzt den Ki und so noch geholt. Aber dafür wollte ich jetzt nicht extra noch Pilze verschwenden. Und wenn wir jetzt mal einen Blick nach oben werfen, sehen wir tatsächlich, ja, immer noch einige Berserker oben. Natürlich einige Demon Hunter, das war natürlich abzusehen. Tatsächlich sogar zwei Magier, was wirklich sehr, sehr stark ist für den vierten Tag. Und sogar aktuell den Tuni hier oben. Ey, finde ich übertrieben cool, dass hier immer noch Berserker am Start sind, sogar einige Magier. Und tatsächlich, ja, sehr, sehr viele Demon Hunter, das ist klar, aber tatsächlich sogar weniger als gedacht. Und gut, Outer Banks hat sehr, sehr viele Leute oben, muss ich sagen, aber auch aus anderen Gilden, so wie Singularity oder Thunderstorm, haben wir den einen oder anderen Spieler oben. Und ey, finde ich cool, ich hoffe, da gibt es auf jeden Fall ein bisschen Konkurrenz. Vor allem auch langfristig, ich meine, jetzt gut, ist nur nicht so relevant, wer pusht, wenn da jetzt viele pushen, die dann quitten oder irgendwie den Arena-Manager oder die Festung nicht durchziehen. Bringt es denen natürlich auch nur halb so viel und ich muss sagen, die Erfahrung habe ich selber auch schon gemacht. Deswegen, ja, wird sich natürlich zeigen in den nächsten Wochen, wer da wirklich durchzieht. Ich denke mal, bei mir dauert es noch ein bisschen, wobei ich ja aktuell auch in der Festung, ja, was heißt gut am Push bin. Ich habe noch nicht wirklich was geskippt, da ich aktuell noch Ressourcen farme. Denn mein Plan ist es jetzt aktuell erstmal alle Ressourcen zusammen zu farmen für Festung 10, Mine 10 und mir dann natürlich die Unterwelt zu holen. Ich habe jetzt ordentlich Seelen durch die Seelenpakete. Und da kann man natürlich den Gladi auch gleich schon ordentlich hochhauen, ohne gleich Level 300 sein zu müssen und, und. Sprich, ja, wäre noch gar nicht worth, jetzt gerade groß zu ballern, wenn ich das dann, weiß nicht, morgen oder so mit Mine 10, ich weiß nicht, wenn ich die auf 10 haben werde mit den Ressourcen, aber halt deutlich günstiger skippen kann. Hilft natürlich auf die Bettkämpfe und. Deswegen, ja, das nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Und ich glaube tatsächlich sogar, wir haben bereits schon einige. Wenn wir jetzt mal in die Rangliste gucken, sollten wir schon den einen oder anderen Spieler mit Unterwelt haben. Und ja, man sieht's. Also, ja, wir haben bereits tatsächlich echt einige mit Unterwelt. Sogar Ausbau schon hier 9, 10, 8 und so. Also, die haben ihren Gladi wohl auch schon sehr, sehr gut gelevelt. Und ja, wie gesagt, dann ist es halt schon deutlich günstiger, wenn du da den Crit-Schaden-Bonus hast und so weiter. Ist tatsächlich echt eine starke Leistung, denn Festungspartnerschaft geht jetzt gerade erstmal seit, ja, ein bisschen über 12 Stunden, ich weiß nicht, 20 Stunden, vielleicht 15 Stunden, je nachdem, weil man natürlich gestern, nee, am ersten Tag Level 25 war. Denn ja, seit gestern Abend geht dann die Festungspartnerschaft, mir, also meine Festungspartnerschaft, nee, ja doch, genau, und ich, also wir haben da direkt dann gestern Abend natürlich gesucht, uns relativ schnell gefunden, haben jetzt erstmal 3 Angriffe gesaved, beziehungsweise sie, und ja, wollen da natürlich dann gut pushen hier mäßig, Festungsangriffe und so. Und diesmal nicht hereinkacken, meine Festungspartnerschaft mit Schilling war am Anfang tatsächlich wirklich sehr, sehr stark. Er ist übrigens hier auch wieder am Start auf dem Server mit dem Baden. Aber ja, wir haben irgendwann, oder ich eher gesagt, habe dann irgendwann Level-Push gemacht und dann waren auf einmal alle Angriffe weg. Das Gute ist, wir hatten bis dann schon ein paar Wochen durchgezogen, auch relativ viele Ressourcen am Start gehabt. Weswegen das dann wieder nur halb so wild war. Aber nee, ich will hier natürlich ein bisschen länger durchziehen. Der Elevator pusht an sich ganz gut auf den anderen Servern. Aber hier, und das sehen wir auch, wenn wir eine Belohnung abholen, wobei ich gar nicht weiß, ob das jetzt schon worth ist. Ich denke nicht. Vielleicht, wenn die Festung ready ist. Ich denke, daran, ja, macht sich das so ein bisschen fest. Dann sieht man, dass die Ressourcen auch wirklich ziemlich rar sind. Kann auch sein, weil es noch die ersten Kisten sind. Wobei, ich habe ja keine Ahnung, wie das da mit den Belohnungen ist.
Ja, aber hier gibt es noch gar nicht so viele Ressourcen aus dem Elevator, deswegen lohnt sich da die Festungspartnerschaft auf jeden Fall. Beziehungsweise allgemein halt, ist halt deutlich entspannter. Aber auch der Elevator sieht wirklich sehr, sehr stark bei uns in der Gilde aus. Also wir haben wirklich einen sehr, sehr guten Vorsprung, wenn ich jetzt mal hier reinschaue. Und ey, das finde ich übertrieben cool, vor allem auch, wenn man mal durch die Gilde bei uns so scrollt. Kann ich auch mal eben ein bisschen machen. Sieht man, dass wir wirklich sehr, sehr viele. Ja, Langzeitklassen ist immer so eine Sache, ne? Aber sehr, sehr viele konstante Klassen. Oder was heißt konstante, aber halt eben nicht Klassen haben mit krassen RNG, sondern sowas wie ein Krieger oder Magier. Oder, ja gut, Demon Hunter haben wir natürlich viele, aber auch viele Magier, viele Krieger zum Teil auch. Was ich übertrieben geil finde. Battle Mages haben wir auch einige. Und, also klar, wir haben immer noch mehr Demon Hunter als jede andere Klasse wahrscheinlich. Ja, auch viele Barden. Aber ich finde cool, dass sie da wirklich ja, so viele haben, so Krieger, Battlemage und auch bei den oberen Leuten. Ja, haben wir echt relativ viele, ja, von den anderen Klassen her und nicht so viele Bersis oder Demon Hunter oder was heißt, ja, ich meine einfach im Vergleich, weil in den meisten Gilden heutzutage sieht man halt recht viele Berserker, viele Demon Hunter und fast gar keine Battlemages mehr oder Krieger oder was weiß ich, weil mal dem Krieger. Aber bei unserer Gilde sind da tatsächlich echt viele und ich finde das übertrieben cool. Denn ja, das bringt natürlich dann später auch einen Vorteil in den Gildenkämpfen, ein bisschen mehr Konstanz. Im Dämonenportal ist natürlich, ja, ein bisschen, was heißt ein Nachteil? Nachteil in dem Sinne, dass wir da keine ultra krassen Tries raushauen können. Aber unser Vorteil ist halt eben bei den Gildenkämpfen. Denn bei den Gildenkämpfen haben wir natürlich den Vorteil, dass wir dann relativ konstant sind und nicht irgendwie darauf angewiesen sind, dass wir jetzt die krassen Kombos raushauen zum Gewinnen oder mal verlieren, wenn wir keine krassen Kombos raushauen. Denn das sehen wir auch relativ schnell zum Beispiel auf Server. Ich weiß gar nicht, EU2 zum Beispiel, jetzt mal nur als Beispiel, dass wenn da wirklich, keine Ahnung, irgendeiner übel Pech hat oder gar keine Kombos von unserer Seite kommen oder Gegner haut da heftig was raus, dass wir da wirklich mit Pech auch mal verlieren können. Passiert natürlich im Normalfall jetzt nicht, war auch wie gesagt nur ein Beispiel. Aber dadurch, dass dann natürlich viele Demon Hunter sind, viele Berserker, ja, passiert das natürlich deutlich schneller, als wenn da mehr konstante Klassen sind. Aber jo, das würde ich sagen, war es dann nämlich an sich auch wieder. Viel mehr habe ich nicht zu erzählen, habe auch nicht viel herzusagen, was Gameplay angeht. Morgen dann wahrscheinlich mehr. Je nachdem, wie es aussieht mit der Mine, Unterwelt. Dann eventuell ein bisschen Dungeon pushen. Ich will mir ja dann den Arena Manager schnell holen und. Dann würde ich sagen, war es das mit dem Video und bis zum nächsten Mal.